nach so einem bitteren Spiel? Ja, dass wir das Spiel mit 5 Minuten verloren haben. Der Start war natürlich katastrophal. So schnell gegangen, dass man gar nicht weiß, was genau passiert ist. Und dann bist du mit 2-0 hinten. Probierst alles und es wäre trotzdem möglich gewesen, sage ich. Genug Chancen, glaube ich, auch vorgefunden. Und wenn wir noch ein bisschen ruhiger spielen, dann hätten wir noch mehr rausspielen können. Weil es natürlich waren die dann auch nur mehr aufs Verteidigen aus. Aber ich habe bis zum Schluss daran gedacht, dass wir es eigentlich schaffen. Zumindest den Ausgleich. Aber die ersten paar Minuten haben irgendwie das Spiel natürlich auf den Kopf gestellt. Aber wie kann man sich eben so erklären, so einen Start in den ersten 5 Minuten? Naja, ist eine Flanke rein, ein Eigentor. Was willst du da machen? Es ist einfach. Da kannst du nicht irgendwas von einer Fehlerin, ist einfach Pech. Also du startest nach einer Minute so und beim zweiten müssen wir einfach, glaube ich, auch aggressiver vorher schon sein. Da müssen wir drauf auf dem Mann sein. Kann nicht sein, dass ein hoher Ball, glaube ich, immer dann der Stürmer annehmen kann und sichern kann. Das schaffen unsere Stürmer auch nicht, weil die Verteidiger einfach hart dran sind und das müssen wir uns angreifen lassen. Aber beim ersten ist es einfach unglücklich, was Jimmy kann nichts machen. Und dann hast du halt alles versucht, aber es ist halt dabei so, dass wir einfach viel gegen uns auch haben, muss man auch sagen. Irgendwie sagen, dass die Qualität momentan nicht reicht? Oder? Ja, also nicht nur momentan, das wissen wir auch, dass wir jetzt nicht so die überragende Truppe jetzt sind. Also ist ja nicht so, dass wir jetzt von der Qualität jetzt so weit über andere sind. Wir müssen uns das auch erarbeiten und wir haben nachher, glaube ich, 85, 80 Minuten hat man schon eine Austria-Mannschaft gesehen, die daran glaubt. Also es ist da nicht so, dass das vielleicht wie es früher einmal gewesen sein könnte, dass du da irgendwie aufgibst. Das war es auf keinen Fall. Also wie ich schon erwähnt habe, wir haben daran geglaubt, aber in gewissen Situationen müssen wir mehr Qualität auch zeigen. Ich glaube, dass das schon noch drinnen ist, aber dass vielleicht auch zu hektisch ist, weil wir dann natürlich nach einem 2-0 auch nicht gerade das Selbstvertrauen haben. Nach der Pause hat man immer gemerkt, dass ein bisschen ein Schwung gekommen ist. War da irgendwie die Pausenansprache auch dementsprechend, dass man das ein bisschen aufgeregt worden seid? Oder? Ja, natürlich nochmal. Also mit dem Startschuss von der zweiten Hälfte wollte man natürlich nochmal gleich drauf gehen, weil wenn du da ein Tor machst, weiß man, wie schwer das ist. Das hat man auch gesehen. Das Bittere ist dann das 3-1, also jetzt so gar nicht mehr genau im Kopf jetzt auch habe, wie es gefallen ist, aber natürlich probierst du einfach auch alles und versuchst mehr Druck nach vorne zu machen, dann kann auch mehr Konter passieren, aber wie gesagt, macht sich jetzt irgendwie blöd an, aber wir haben bis zum Schluss alles probiert, dass wir das 2-0 noch aufhören, weil der Start natürlich katastrophal und zum Analysieren schwierig, aber passt dabei nicht her. Jetzt hat Hartberg auch gewonnen wieder mal, es sind schon 6 Punkte auf diesem 6. Platz, wird immer schwieriger, dass man da irgendwie rum reinrutscht, oder? Ja, natürlich. Also helfen wir nur Sieg. Also brauchen wir nicht jetzt irgendwie da herumschauen. Wenn wir nicht gewinnen, dann bringt es auch nichts, wenn wir auf andere schauen. Wir müssen zuerst unsere Punkte holen. Das tun wir dabei nicht. Auch letzte Woche gegen St. Pölten, glaube ich, 2 Punkte hergeschenkt. Es ist extrem bitter. Jetzt hat man eben gegen St. Pölten schon 2 Punkte liegen lassen, sagen wir jetzt, heute 3 liegen lassen. Jetzt geht es zum LASK. Was kann man dann da überhaupt erwarten, ne? Gegen einen starken LASK? Ja, scheint so. Also wenn man es jetzt so analysiert, kann man natürlich sagen, also wenn du jetzt gegen St. Pölten und gegen Wartens einen Punkt holst, dass das nicht gerade rosig ist und nicht gerade die Auszeichen, aber die Vorzeichen jetzt ganz gut stehen für uns, ist klar. Aber wenn wir es analysieren, müssen wir uns auf das aufbauen, was wir nachher gezeigt haben. Und beweist uns aber auch, dass du einfach von Beginn an völlig konzentriert sein musst. Und das war man nicht, plus unglücklich auch noch dazu, was ich das erste Tor, wie ich es erwähnt habe. Und ja. Wenn das nicht beisammen alles ist, dann wird es schwierig.